Ist das laut? Und was ist das für ein PNG-Bild, Alter? Was ist das für ein... Was ist das für eine Schriftart, Alter? Font. Gedoppelt. New Game. Oh Gott, ich habe... Mach doch noch lauter! Russisch oder Englisch? Englisch. Oh Gott sei Dank kann man es leiser machen. Sensibilität... Ich find's gut, wenn man die Taschenlampe ausmacht, dass der Kegel trotzdem bleibt, der Taschenlampe. Es fängt schon gut an, muss ich sagen. So. Ich glaube, ich muss die Sensibilität ein bisschen höher schrauben. Ich mach mal so, ja, so, resume. Hä? Oh Gott, uff. Wir sind in einer Klinik. Alter! Ich hasse Rollstühle. Seit Silent Hill 4. So. Geh weg! Was ist das? Wer ist er hier? Das ist der Entwickler, Pavel. Ich bin Pavel, ich habe das Spiel entwickelt. Hier ist ein Grafikfehler. Okay, this door is jammed. Okay, alright. Alright, this door is jammed. This is jammed. Und dies ist... Kann ich das runterstoßen? Also wir sind blutverschmiert mit einer Taschenlampe in der Hand aufgewacht in einem Krankenhaus und ich habe keine Ahnung, wie wir... Ich probier's. Nein. Oh, jetzt macht er die Taschenlampe wieder aus. Ich drücke mal F. Was ist das denn? Gott, ist mir schlecht. Oh, was ist das denn für eine Taste, Alter? Run. Run mit links Shift. Huch, hallo? Der rennt gar nicht. Vielleicht kommt er später erst. Was? Warte mal, liegt ein Zettel. You wake up in your doctor's office. He used it to listen to the radio in the room next to you. But now it's silent. Ah ja. You need the key to open this door. Ja, ich habe diesen Key. Okay, pass auf, ich starte mal neu. Warte mal. So, hier ist der Schlüssel. So, ich habe den Schlüssel. Hallo Patrick, ich grüße dich. Den Schlüssel ins Loch stecken. Ein Loch gesagt, einfach so. So eine Riesenhalle, das ist in der Mitte einfach. Wo ist denn eigentlich der Eingang von dem Krankenhaus? Hier oder was? Oder ist das. Oder ist das vielleicht die oberste Etage? Haben wir hier noch was liegen, was wir lesen können? Ah, hier, warte mal. It's time to walk through the hospital and find the answers. Ah ja. Wir müssen also das Krankenhaus untersuchen, um Antworten zu finden. Aber was? Warum sind wir hier? Oh. Ah. Ah. Ah ja. Okay. Ja, wir haben zwei Schlüssel und jetzt einen zweiten Schlüssel gefunden. Ach, man kann ein... Ach, so, lol. Wir haben einen dritten Schlüssel gefunden. Wir haben einen dritten Schlüssel... Wir haben einen... Nochmal. Wir haben einen dritten Schlüssel gefunden. Und nicht einer funktioniert. Wer war das denn? Hallo? Nö, sehe ich nicht. Was spiele ich hier eigentlich immer? Ich weiß es nicht. Also ich, ja. So, wir gehen mal gucken, was der da... Was veranstaltet? Hallo? Ah ja. Kann ich dir helfen für eine... Oh Gott, Alter, ist das beschissen, Alter. Oh Gott, ist das beschissen, Alter. So ein billiger Scheiß, geh nochmal da rein. Ja, und nochmal. Ah. Ist das gut, Alter? Ist das gut? Oh Gott, ist das schlecht, Alter. So ein PNG dahin gemacht, Alter. Hallo. Tag. So, manchmal muss man das auch lustig durchspielen, solche Sachen. Ist so. Das ist so billig, Alter. Moin. Oh, wie gut einfach. Wie gut. Oh Gott, schon wieder diese Scheiße, Alter. Das muss doch nicht sein. Mann. Hör auf damit.
Lass das. Hier geht's irgendwo. Kann ich mich... Warum wird denn mein Arm jetzt 1000 Meter lang, Alter? So läuft er jetzt da quasi. Mein Arm ist 2000 Meter lang. Aber wenn ich jetzt rauskomme, plupp, ist er wieder normal. Oh mein Gott, eine fliegende Barbe. Tschüss. Warum ist dieser Kopf größer wie fast hier der ganze Körper von ihm? Es ist so... keine Ahnung. Vielleicht war er mal im Zirkus als Wasserkopf. Keine Ahnung. Ach ja, diese Scheiße da. Mann, habe ich vergessen. Vorsicht, kommt nochmal. Ah, hier eine Pissrinne. Ah, oh, deswegen ist es schon so grün. Erstmal abstrullern. So. Jetzt können wir weitergehen. Entschuldigung, ich kann das nicht ernst nehmen. Oh nein, oh mein Gott. Wer ist er denn? Ist halt Burt Reynolds in jungen Jahren oder wer ist er? Oder David Hasselhoff in jungen Jahren? Was? Warum? Egal. Always, was? Okay, ich lade mal eben nach. Kommt wieder ein Jumpscare? Nö. Aber ich finde die ein bisschen creepy, muss ich sagen. Was steht hier? Buy your family an individual ambulance service membership now. Ah ja. Okay. Ah, das ist hier Marty McFly. Ist also hier gelandet mit der Barre. Ist er ja nicht weit gekommen. Ich dachte vielleicht, ich meine, wir haben schon etliche schlechte Horrorspiele gespielt. Ne, ich erinnere mich da nur an Syndrom. Ich muss mich gerade abreagieren. Mama, hast du deine Tage? Gott, ich musste es doch wissen eigentlich, dass es passiert, oder? Okay. Der Hauptbestandteil des Spiels besteht darin, Schlüssel zu sammeln und irgendwelche doofen Ich bin Houdini, ich kann... Ach, da... Okay, ich dachte schon. Ich bin Houdini, ich kann einen Sessel wegzaubern. Buh! Sieht aus wie Dings hier, wie so ein... Ja, ich bin der Klempner von nebenan. Ich möchte ihre Rohre reparieren. Gut. Ah ja, wir sind auf dem Dach. Es ist schwarz wie die Nacht. Ja, ja. Achso, die anderen gucken zu. Kann ich hier reingehen? Gott, ist das so schlecht, Alter. Wo kommen wir denn hier hin? Soll ich da reinspringen? Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich gehe erstmal hier lang. Da ist ein Schlüssel. Monstrum! Tach! Ich bin der Klempner! Ich bin der kleine Bruder von dem! Warum sind hier Flecken, Alter? Warum sind hier mal Pisspötte? Und warum... Jumpscare! Warum ist jetzt alles rot? Ich kann mit diesem Bild nicht interagieren. Mit diesem möchte gern Michael Knight, wollte ich gerade sagen. David Hasselhoff. Hier ist ein Fahrstuhl. Kann ich den nutzen? Hä? Ist der Schalter unten? Hui! Wow. Ich muss die Geräusche nachmachen. Gab's nicht. War zu teuer. Okay, die Ideen sind gar nicht mal so schlecht. Wenn das noch ein bisschen grafisch ein bisschen besser... Grafisch ein bisschen besser wäre, nicht diese PNG-Scheiße hier oder so, dann wäre es vielleicht ganz cool und noch ein bisschen Story dabei. Also das Level... Das Level-Design ist ganz cool, aber das wiederholt sich alles irgendwie und so. So, liebe Entwickler, danke, dass ich es spielen durfte. Oder danke, dass ich es spiele. Ich spiele es jetzt natürlich auch durch, weil ich denke mal, allzu lange wird es nicht gehen.
Hoffe ich mal, sagte er nach 5 Stunden später immer noch da dran. 2000 Jahre später. Tag. Ich bin der Klempner. Oder ich bin der Hausmeister. Da. Tschüss. Vielleicht ist das Forrest Gump. Hey, mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Okay, das Geräusch ist geil. Ohne Scheiß, wenn man ein richtig gutes Horrorspiel ist, das... Das ist so dumm einfach. Ich komme angelaufen und ich sitze auf dem Haufen. Ich kann noch niemals rennen, ich würde gerne rennen. Na, liebe Entwickler? Hoppala, Entschuldigung, Gesundheit an mich selbst. Jeder andere hätte sich bekotzt. Oh, ein Zettel. Dead bodies, ghosts, crazy patients and now destroyed building. What have actually happened here? I don't know what happened here. That's what I'm here for. Make you believe. Was ist das denn? Jesus? Jesus oder was? Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Jesus! Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Ah, wir sind immer noch... Ich habe wieder meinen langen Arm. Der ist wieder 30.000 Meter lang. Und jetzt wieder... Blub. Wieso schmeißen mir Geister eigentlich Möbel an den Kopf? Stink ich so extrem oder was? Oder ich weiß es nicht. Das ist eine Zelle. Ja, gucken wir doch mal vorbei. Na, ist ja interessant. Tschüss. Oder? Ach ja, da ist ein Jumpscare. Wusste ich doch. Es ist so scheiße. Satan! Did you really think you can get out alive? Ja, kann ich. Ich lad mal eben. Was? Meine Batterien waren auf einmal weg und das Ende. Wie, Continue Game? Wo bin ich denn da? Hey, ich bin wieder rausgegangen. Hihihi. Ja. Das war, darf ich vorstellen, 4 in Hospital. Ich weiß gar nicht, ob es auf Steam schon gibt. Ich bin mir da nicht sicher. Keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, zugeschickt bekommen. Ja, ein Spaß für die ganze Familie, für groß und klein.